Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Spiral Knights. Wir sind hier in Haven und mein Name ist Gurkenyoshi. Und ich bin total aus dem Häuschen, weil mir hat hier ein Fan eine Nachricht geschickt, in der er mir sagt, dass er meine Videos mag. Und hat mir auch gleich ein Schwertchen mitgeschenkt, weil meins ist ja irgendwie nicht so toll. Nehme ich jetzt mal an. Vielen Dank. Sage ich jetzt mal, sage ich jedenfalls, der PC, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich kann es natürlich Dept auch aussprechen oder Dept. Dept wird es wohl nicht sein, obwohl das auch ziemlich cool wäre. Egal, vielen Dank jedoch für das kleine Geschenk. Er hat mich auch aufgeklärt, dass das mit den, ich will deine kleine Stiefel und der Motorrad ein April-Scherz war. Hahaha. Ich habe jedenfalls drüber gelacht. In den Brill geschickt. Naja, egal. Jedenfalls vielen Dank für das tolle Schwert. Werde ich gleich mal ausrüsten? Nein, werde ich nicht ausrüsten. Egal, gehen wir mal in die Schmiede. Weil das leuchtet da so schön. So. Naja, das Schwert brauchen wir jetzt auch nicht auf upgraden, wenn wir da eh ein schönes neues bekommen haben. Von DepC oder DepBC oder. Es tut mir echt leid, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. ja, das können wir auch noch ein bisschen upgraden. Schmieden, schmieden, schmieden. Das unnötige Schwert, das bis jetzt einmal benutzt wurde. Naja, kann man es teurer auf eBay oder sowas verkaufen. Gut, irgendwie stehe ich jetzt hier und. Boah, ich finde gerade echt nicht, wo ich das Zeug ausrüsten kann, da. Oder bin ich ganz deppert? Na egal, machen wir mal die nächste Mission, da kommt ja eh so ein toller. Nein! Nein! Ach, wei, wei, wei. Nur deinen Blödsinn klickt. Ich bin heute ganz noch im Wind. So, Missionen. Damen. Du hast mich total aus dem Konzept gebracht mit deinem tollen Schwert hier, ja? Sollen wir mal so ein Prestige-Dingsti machen? Nee. Ich will noch ein bisschen im Rang aufsteigen. Wir werden jetzt die Spielzeugsoldaten spielen. Zerstöre die Produktionszentren der Mecha Knight Fabrik. Das ist aber nicht nett. So, obwohl es nicht sehr nett ist, werden wir jetzt einfach mal eine Fabrik zerstören. Hier im Arsenal. Nein! Ich schmiede. Schwert, da, das tolle Nightblade. Nein, benötigt Rang 5.1. Okay, es tut mir sehr leid. Ich werde das Schwert erst nehmen können, wenn ich aufgestiegen bin in meinem tollen Rang. Aber es sieht ziemlich ultra super duper geil aus. Wir sind Stufe. Was sind wir? Rang 2, 3, sowas. Rang 3. Noch zwei Ränge, yeah! Gut, jedenfalls haben wir dieses olle Schwert, das Hot Edge. Nee, nee, nee. Na egal, machen wir weiter. So. Jetzt müssen wir da schnell die Fabrik zerstören, obwohl ich das nicht sehr nett finde, wenn wir da irgendwie Fabriken zerstören. Ha! Ich habe dir eine Vase gegen die Schnauze gehaut. So. Wow! Das hat echt gebracht. Hey, komm her! Ich finde es das gemein, dass die da nicht Schaden davon tragen. Hey, das war unfair. Das war doch gerade nicht mehr nicht da. Yeah. Ja, okay, ich rede hier von unfair, obwohl ich da mit einem Schwert auf Spinnen einschlage. Das wäre aber schon schräg, oder? Du sitzt zu Hause auf der Bank, plötzlich kommt da dein, weiß ich nicht, Freund mit einem Schwert und schlägt hinter dir auf die Wand und meint, ja, super! Dann siehst du, hey, der hat die Spinne erschlagen mit dem Schwert. Irgendwie wäre es krass.
Push! So. Da ist schon wieder ein... Ich verstehe diese Knöpfe nicht, die schon gedrückt sind. Yeah, der altbekannte Jelly! Ich hab dich so vermisst! Nein, dich nicht, du Heiler! Du kommst ja überall vor. Romeo, dieser Blöde. Ach, schon wieder. Psst. So. Yay, wir haben noch ein paar Reagenzgläser da. Das ist... Juhu, Jelly! Grütze! Ich hab Grütze besiegt. Nein. Neue Nacht, ich find's... Oh, ich hab... Gratulation, Gurken Yoshi, du hast bei der Birdsong Trading Co. Geschenkaktion gewonnen. Deine Preise befinden sich in Anhang. Soll ich sie jetzt annehmen? Hier, in diesem Spiel, oder was? Ah nein, okay, das geht eben, meine Schatztruhe. Cool, Leute, ich habe was gewonnen und habe nichts dafür getan. So sollte es immer sein. Nur durch meine Anwesenheit. Die haben wahrscheinlich erkannt, dass ich so cool und so toll bin, dass sie mir einfach was schenken wollten. Ja. So, wir nehmen uns wirklich jedes Mal jetzt, wenn es geht, diese dunkle Materie. Ja, ich will keinen Button drücken, da oben war doch noch was. Da war was, da ist Geld. Geld, 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 Geld. Oh, da ist auch Leben und so, aber wir brauchen gar... Oh ja, ein bisschen brauchen wir. So. Juhu, Konfetti. Also hier muss ich mal ein Lob an die Macher aussprechen. Jedes Mal, wenn ich hier irgendwas mache, dann kommt Konfetti. Das pusht einen so richtig im Ego, wirklich. Und dann kommt dieser Button, wo man irgendwie... Ja, das irgendwie verstehe ich das nicht. Warum braucht man einen riesen Button, wenn man einen kleinen Button hat? Na egal. Kann man da irgendwie drüber schlagen? Schade. Bei Minecraft geht das manchmal, dass man da durch die Mauer schlägt. Oder nicht Mauer, sondern... Ah! Oh, nicht schon wieder so ein bescheuerter Heiler. Nur gut, dass er sich nicht selbst heilen kann, weil sonst würde ich da ein bisschen abkacken. Also mehr abkacken, als ich eh schon tue. Aber... Diese blöden Stacheln hier. So. Sehr schön. Nehmen wir einfach mal bewaffnet mit einem Krug. Schreitet Gurken Yoshi zur Scheibenhonigtat. Da kommt was. Oh, boah, dieser Romeo. Überall diese Romeos. Valentinstag ist vorbei. Verzieht's euch. Weg ist es. Hilfe. So. Kann ich irgendwo noch meine Krug zerschmettern? Oder... Ist das nicht hübsch? Das sieht so richtig schön aus. Tontopf. Jetzt habe ich aber hier wirklich ein Déjà-vu, dass ich hier schon mal war. Zumindest schaut das aus, als wäre ich... Na egal. Macht ja nichts. Solange sie nicht meine Unterwäsche oder sowas haben wollen, oder... Ihr könnt alles haben, nur nicht meine dunkle Materie. Nein, jetzt schon wieder Explosion und Explosion. Ich finde es das witzig, dass sich Leute in Spielen immer so auf Feuer stehen. Ich meine, nur selten kommt wirklich Eis vor. Oder so. Ach, jetzt kommen schon wieder diese tollen Überwachungskameras, oder? Ah nein, das ist eine ganz normale. Okay. Gut. Ebene geschafft. Oder auch nicht. Ah, doch.
Token, die habe ich ein Déjà-vu vom letzten Mal. Wir haben schon wieder 5 Crowns. Zufall? Oder ist da eine Verschwörung im Gange? Die 5 Crown Mafia, die steckt einem immer so 5 Crowns zu und dafür muss man dann schweigen. Muhahaha. Man hat ja noch nicht einmal eine Wahl, man muss diese Button ja drücken da. Ha! Schild die zweite. Schild die dritte. Wow, langsam, aber doch schaffe ich es mit dem Schild umzugehen. Ich finde das wirklich cool. Hey, das war nicht berührt. Das war gestriffen. Das geht nicht. Das ist wie beim, wie heißt das? Völkerball. Ball hat nur berührt. Das wufft so lustig. Wie heißt denn das auf Deutsch? Weltlustig. Oh, ich soll echt keine Lehrerin werden. Hört ihr, wie der Hund wufft? Aber ich muss euch alle da draußen irgendwie desillusionieren. Die denken, dass Fische auch blub blub machen, ja? So wie uns das irgendwie, in irgendeinem Kinderlied ist das doch. Und der Fisch macht blub blub oder sowas, ja? Das ist doch totaler Schwachsinn. Wie sollen Kinder irgendwas Gescheites lernen? Das ist so, als würdet ihr gerne, also das ist so wie mit dieser Sonne, die immer ein Gesicht hat. Leute, die Sonne hat kein Gesicht. Der Mond, aber die Sonne doch nicht. Ma. Wie soll denn aus den Kindern heutzutage was werden, wenn die mit solchen Vorstellungen in die Welt hinausgehen? Fallen da im Boden. Also zumindest sieht man das ja. Weil bei dem, was? Color Symphony, was ich gespielt habe, da hat man nichts gesehen. Dann hat man einen falschen Knopf gedrückt und alles war im, ja, Hintern halt. Um mir ein bisschen weniger zu schimpfen. Ah! Jetzt darf ich doch bitte schimpfen, Mann! Okay, ich reiße mich zusammen. Ich werde jetzt nämlich gleich sterben. Bin ich eigentlich schon mal gestorben in diesem Spiel? Ich weiß es gar nicht. So. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses tolle Aufputschmittel da. Und wieder Konfetti. Oh! Nein. Mama. Lebensenergie ist voll. Ne. So, wir werden jetzt dieses Hündchen da oben besiegen. Jetzt ist sie schon nicht mehr voll, die Lebensenergie. So. Vielleicht kommen sicher wieder ein paar Monster. Oh, dieser Romeo geht mir auf. Oh, die haben ja doch Namen. Tender Food Mender. Irgendwie, also im Überschriften lesen bin ich echt nicht wirklich. Also, ich meine, ob ich es bin oder nicht, aber ich lese keine Überschriften. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich dann in Deutsch nicht so gute Noten bekommen habe. Aber egal. Reden wir uns einfach mal auf das aus. Nicht darauf, dass ich mit der Rechtschreibung und so Grammatik nichts anfangen konnte. Also, ja. Mal, komm schon. Wie heißen die denn? Scuttlebutt. Also ich finde Spinnenviecher hört sich besser. Oh nein, da kommt jetzt wieder so ein Riesenviech raus, oder? Da kommt da wieder so ein... Egal, diese Kuppel bedeutet sicher nichts Gutes. Yeah.
Käse, was ist das? So. Sind wir bereit? Ah, okay, ich habe ihn unabsichtlich gedrückt. Ich wollte eigentlich noch kurz so eine dramaturgische Pause einlegen. Aber dann halt... Oh, Schmarrn, was macht denn der für einen... Der große Haufen. So, damit ich nicht näher rangehen muss. Los, Draco! Schick einen sehr effektiven Feuerball dann nach ihm. Wirklich. Hey, da ist ja noch wer. Ah, den habe ich übersehen. Schauen wir mal, was bringt denn das, wenn ich das da... Er glänzt! Ja, ich bin aufpoliert. Wir gehen jetzt einfach drumherum, dann tricksen wir dieses Mecha Knights. Ah, das sind die Mecha Knights. Oh, ich soll echt die Überschriften lesen. Ha, stirb, du blödes Auge. Ja, ja, nein, nicht hier. Nein, das ist unfair. Diese Dings, die da kommen, dieses Schock. Was macht der da? Schockst du bitte den anderen? Kann ich das nicht verschließen, dieses blöde... Wo sehe ich denn, wie viel der noch Leben hat? Oh, ich habe ein Leben gefunden! Yeah. Okay, was ist denn das Vierer da? Keine Ahnung, was es ist, aber... Das gefällt mir nicht. Schutzschild oder was auch immer das ist. Ah, jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's. Nein, fast. Na, komm schon. Schau mit dem tollen Schwert, das ich davor ausrüsten wollte, mit diesem Ninja-Schwert da, wäre ich einfach so Kung Fu Panda gewesen und hätte dich zerschleddert. Zerschleddert. Neues Wort, zerschleddert. Schnell, schnell, ich muss auf das eine hauen oder auf das andere. Da hauen wir auf alles ein. Das, was ich eh immer mache, einfach auf alles einhauen, was sich bewegt. Das, was sich nicht bewegt, auch. Oh. Notfallwiederbeleber. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Notfallwiederbeleber herkommt, aber ich danke ihm von ganzem Herzen. Haha, Herzen. Haha. Wortspiel des Tages, super schlecht. Warum geistert das weiter rum, wenn der gerade explodiert? Hm. Juhu, wir sind so toll. Und dass ich einmal gestorben bin, das lassen wir jetzt einfach mal aus dem Spiel. Lala, vielleicht schneide ich das einfach kurzerhand raus. Das merkt man ja gar nicht. Nein, nicht nochmal. Das gibt's ja nicht. Ma, nein. Was ist das für ein Schmarren? Ein Kaiserschmarrn oder ein Grießschmarrn? Oh ja, ich habe Hunger. Ich glaube, ich mache mir heute einen. Ich habe Bock auf Grießschmarrn. Den hatte ich vorgestern schon. Hm. Einfach mal draufhauen. Überall, überall. Ich sehe gar nichts mehr. Egal. Boah, dieses Viech geht mir auf den Busch. Irgendwo war doch 4. Genau, drücken wir 4. Das habe ich doch gerade. Ich habe doch gerade 4 gedrückt. Yeah. Keine Ahnung, was das bringt, aber es sieht ziemlich cool aus. Oh, das bringt ja nicht mehr Schutz, das bringt einfach mehr Angriff. Auch gut. Nein, nicht nur mehr. Hey, ich habe auch einen Boss besiegt. Schreit und rennt weg. Das gehört doch so. Hallo. Nein, 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 nein.
Nein. Ich will nicht nochmal sterben. Das wäre peinlich. Einmal sterben ist okay. Ich glaube, wir sind... Oh, jetzt kommt der Ultra, Mega, Super, Giga, Hyper... mir fallen keine Werte mehr ein. Juhu, Konfetti! Konfetti! Was ist das? Sieht very important aus. Hallo, hallo. Genau, lassen Sie das einfach verschwinden, das merkt ja keiner. Na okay, Leute, das war's für heute. Ihr habt mich sterben sehen, aber das vergesst ihr jetzt einfach mal schnell. Und vielen Dank nochmal fürs Schwert. Wirklich, ich werde es benutzen, sobald ich den Rang erreicht habe, was es noch dauern könnte. Aber egal. Vielen Dank noch, Leute, und tschüssi.